Der erste Kuss. Samstag am 21. Juli 2012. Endlich. Gäbe es eine andere Bezeichnung, einen anderen Begriff für Glück, finde man meinen Namen beim Nachschlagen im Wörterbuch. Als seien 1000 Tonnen von mir abgefallen und mir ist so beschwingt wohler, einfach freier zumute und ich könnte die gesamte Welt umarmen. Die gesamte Welt. Na gut, ich hab sie umarmt. Versprochen, abgemacht und umgesetzt, sind wir ins Einkaufszentrum gefahren. Zuerst sind wir geschlossen umhergegangen, haben uns die Auslagen angeschaut, die vielen Geschäfte und alle. Nach einer halben Stunde haben wir uns getrennt. Mom und Chris sind losgezogen und Kevin und ich gingen gemeinsam bummeln. Wir haben uns prima unterhalten, trieben Späße, haben viel gelacht und irgendwann zum Mittag hin war es Zeit für meine Augentropfen. Mom hat sie Kevin mitgegeben, da er schließlich mit mir unterwegs war und viermal täglich stand auf der Verpackung. Daran hielten wir uns. Alle 4 Stunden bekam ich nach dem Aufstehen eine Ladung. Bei einer Sitznische ließen wir uns nieder. Ich musste so viel lachen, weil es komisch aussah, inmitten der gesamten Leute mich zurückzulehnen, während Kevin über mir mit dem Fläschchen zielte. Mehrmals mussten wir ansetzen. Ich fand es lieb von ihm, dass er sich wenigstens die Mühe machte, wenngleich ich von unseren vorherigen spaßigen Treiben noch heiter erregt war. Aber dann war ich still geworden, den Blick auf ihn gerichtet, auf sein behutsames, sanftes Vorgehen. Er visierte gewissenhaft das linke Auge an und wollte mir keinesfalls ins Auge stechen. Dann kam der Tropfen. Sogleich, nachdem ich den Aufprall spürte, blinzelte ich. »Hab ich dir wehgetan?«, fragte Kevin, weil er meinte, er habe es vielleicht nicht richtig gezielt. Jedoch versicherte ich ihm, es sei alles in bester Ordnung. Zwar dauerte es ein bisschen, wie sonst auch, bis sich mein Auge daran gewöhnte und ich bemerkte es nicht sogleich. Kevin hingegen schon, aber eine Träne rollte mir die Wange hinunter. Ob von den Augentropfen, kann ich nicht behaupten. Kevin zog sogleich ein frisches Taschentuch. Ich lag noch mit dem Kopf über die Sitzlehne gebeugt und er tupfte mir den Tropfen vom Gesicht. Da merkte ich es wieder, dieser besonders trockene Geschmack im Mund. Mein Herz veranstaltete einen tollen, irrsinnigen Tanz hinter der Brust. Und mir stieg es heiß bis in den Kopf hoch. Ihn, Kevin, so nah bei mir wissen, bloß einen Atemzug entfernt, ließ mich direkt in seine schönen blauen Augen schauen. Und unbewusst, vielleicht bewusst, ich weiß es nicht mehr, strich ich über sein braunes Haar, ließ meine Finger darin versinken, als sei es das Normalste auf der Welt. Und dann, als gäbe mir das wunderherrliche Schicksal einen goldenen Stoß, habe ich ihn ruckartig auf die Lippen geküsst. Einfach so, plötzlich, ohne viel Nachdenken. Dieser besonders schöne Kuss ist dich einem in mir ausgelösten Inferno, und zunächst, ich sah es anhand seines Blickes, blinzelte er mehrfach. Nur für kurz, bis er es zuließ und meine Lippen auf seinem Mund akzeptierte. Heiß, sehr heiß, eine namenlose Hitze stieg in mir auf, sie durchdrang mich förmlich, als liege ich mitten im reinsten, hellsten, wärmsten Licht. Unvergleichlich. Ich will es als himmlisch bezeichnen, weil nun endlich meine Wünsche in Erfüllung gingen. Ich auf mein Herz hörte, ihn nicht mehr im Wege stand, die Hoffnung hat mich auserwählt. Habe ich geweint, habe ich gezittert, beides habe ich in mir gespürt, so unglaublich froh war ich und zufrieden. Mir war es egal, was die Leute herum dachten, wer gerade vorbeikam, sei es auch Mom gewesen, der Augenblick gehörte uns allein. Und bislang war es der schönste in meinem 14-jährigen Dasein auf Erden. Wer je geliebt hat, weiß, was echte, wahre Liebe ist. Wird mich verstehen, wird wissen, wie das Herz zu einem vollen Vertrauen spricht. Dann, obgleich ich nicht wollte, habe ich den Kuss unterbrochen, Kevin losgelassen, weil es sein musste, denn ich hatte ihm noch etwas sehr Wichtiges zu sagen. Es sollte aus dem tiefsten Herzen ausgesprochen werden. Kevin, ich liebe dich, hauchte ich. Es war noch verständlich, da ich meinte, ich verliere gleich die Stimme. Und er, Kevin, der liebste Mensch auf der Welt, strich mir mit seinen Fingern durchs Haar. Ich erschauerte vor Ungeduld und zerfloß darunter, bis er es schließlich mich wissen ließ. Ich liebe dich auch, Lilly. Ich liebe dich schon so lange. Unsere Herzen schlugen im gleichen Takt,
ritzten uns im selben Rhythmus mit, haben uns aufgefangen, festgehalten in ein vollkommenes Wunder, wunschloses Himmelreich hier auf Erden gebracht. Ein Kuss, Küsse, sie sollten folgen, lang, intensiv, voller inniglicher Zuneigung, und ich habe es immer wieder gesagt, weil auch ich es mich selber aussprechen hören wollte, dass ich ihn liebe, in mich, ich mich nach ihm sehnte. So lange schon, so verdammt lange schon, sollte dieser Augenblick zu mir kommen. Wir beide hofften es, denn ihm erging es genauso, und ähnlich wie ich dachte er, ich fühle bloß oberflächlich für ihn, hebe bloß schwesterliche Gefühle, und daher ist er sonst Angst vor Ablehnung einen Schritt zurückgegangen. Nun endlich, egal was früher war, alles davor, es ist mit uns geschehen und wir haben die Grenzen aufgemacht, uns auf beiden Seiten wiedergefunden. Wem ich auch danken sollte, ich danke, wer für mein Glück verantwortlich ist, dem will ich danken, hoffen, sehnen, warten, dies lange, entsetzlich lange, ungeduldige Warten hat sich gelohnt. Jeder Kuss glich einem brennenden Siegel, einem im Herz heißen, Feuer geschmiedeten Versprechen. Nie mehr sollte uns wer trennen, nie mehr in zwei reißen, und nichts sollte je zwischen uns stehen. Dafür wollten wir beide sorgen. Kevin habe ich festgehalten, meine Arme um ihn gelegt, mein Gesicht an ihn geschmiegt, und seine Finger berührten mir den Hals, die Wangen, strichen mir über die Lippen, und in mir spürte ich die Sehnsucht nach ihm fließen, nach jeder zärtlichen Offenbarung, nach seinen Gefühlen, jene er für mich nun erbrachte. Vor Freude habe ich geweint, mich völlig aufgelöst gesehen, unbeschreiblich, erfüllend, und seine Hand genommen. Sollte es ein Schwur sein, dass ich ihn nie loslassen, er sollte an meiner Seite bleiben, wie wir es vereinbarten. Hier standen wir, und wir wussten es gleichzeitig, es hieß fortan, wir beide gegen den Rest der Welt. Diese Nacht durfte ich ein Engel sein und schlummern im Paradiese. Mich hielt die Ewigkeit in Armen, wärmte mich, tröstete mich, machte mir nur erdenkliche Hoffnung zum Geschenk. Und unermesslich glücklich sein, es war möglich, sogar himmlische Freude hier auf Erden erfahren, ohne Gewalt, ohne dabei traurig sein zu müssen. Träume kann ich auch mit ins Erwachen nehmen, sie sind bei mir und wiegen mich sanft wie ein Kuss, der die Seele weich umfängt, das Herz lieblich berührt, es umschmeichelt, mich auf Erden, hier und im Jetzt sein lässt. Wünsche gehen in Erfüllung, solange an sie geglaubt werden kann, daraus ziehen sie ihre unendlich schöpferische Kraft, sind kosmisch und werden letztlich erfüllt. Und ich habe die Hoffnung, auch meine Sehnsucht nie aufgegeben, und dass auch sie ein Ohr, sie auch ein offenes Herz für mich hat, ist mir bewiesen worden. Noch unter der Dusche habe ich vor Freude geweint, war darum dankbar, dass mir ein Traum, ein großes Sehnen in Erfüllung gegangen war, und der zauberhaft süße Kuss von Kevin, jede sanftmütige Berührung, seine Finger auf meinem Gesicht, haben mich so lebendig gemacht, wie ich es nie für möglich hielt. Und selbst das warme Wasser aus der Dusche, selbst jeder auf mir gelandete Tropfen wirkte nicht so magisch wie seine Nähe dicht bei mir. Mit dem Badetuch habe ich lediglich ein bisschen meine langen Haare abgeruppelt. Irgendwie war ich noch zerstreut in Gedanken, und mich abtrocknen erschien mir weniger wichtig oder dringlich, als mich in weit fortgereiste Gedanken noch in seine Arme zu schmiegen. Als wir unter der Markise standen, besammen, ich an ihn gedrückt, als wir uns küssten, unsere Lippen, ich in mir ein lohnendes, immer flammendes, solch ein gefühlvolles Inferno aufstieg, wodurch ich wirklich im wahrsten Sinn des Wortes meine Seele entbrannte. Eine ausgedrückte, solch eine intensiv fassbare Schönheit. Erleben grenzt, sie ist makellos. Ein geliebter, zart, sanfter Kuss ist hier in der gelebten Zeit der göttlichen Unsterblichkeit sehr nahe. Waren es die Wassertropfen auf mir, auf der Wange, oder teilweise Freudetränen, mit denen ich aus dem Badezimmer kam, und dann sah er mich dastehen. Kevin, wie ich ihn inmitten von hellen Badezimmerlampen, nur bekleidet mit dem albernen weißen Badetuch um meinen Oberkörper gewickelt. Sofort zeigte ich ein herzliches Lächeln,
mit kitzelten die noch nassen Haarsträhnen auf den Wangen, und gleich schlug es in mir bis zum Halse. Mein Herz, wild, glutvoll, entfacht, und hochgestochene Flammen züngelten mir in der Bauchregion. Kevener hat mich angesehen. Auch er lächelte wie ich. Eingekleidet in sparsame Schatten kam er mir einer engelsartigen, langsam ins Licht vorgerückten Erscheinung gleich, als hafte ihm etwas Überirdisches an. Dann trat er auf mich zu. Hatte er es gemerkt, hat er es mitbekommen, wie es hinter der Brust trommelte, mein Herz sich nach ihm verzehrte, mir es deswegen die Stimme versagte, aber schließlich war er es, der sprach. »Deine Haare sind ganz nass«, sagte er leise, fast hätte er den Ton verloren. Aber ich in einem schüchternen, doch auch mutigen Anflug hätte ebenso wenig Mut besessen. Aber ich zögerte zunächst, atmete heftiger, bekam fast keine Luft, bis ich meine Stimme selber wie eine Einladung gebrauchte. »Ist das wichtig?« habe ich erwidert. »Mom und Chris sind früh schlafen gegangen. Das Wetter machte ihnen zu schaffen, Kreislaufprobleme oder so. Uns gehörten die nächtlichen Stunden. Darum, weil ich es unbedingt wollte, ich in mir drinnen dem Verlangen nachgab, habe ich nach seinen Händen gesucht, meine Finger in seine gelegt und ihn angesehen. Wäre mein Herz aus Porzellan gewesen, so zerbrechlich, es wäre zersprungen, weil ich aus Freude, aus Glück, aus solch unbegreiflicher Zufriedenheit mich selber vergaß und einfach, weil es vom Schicksal endlich sein durfte, mich in seine Umarmung einschloss. Mein Hals war verknotet, auch mein Bauch verspannte sich, dort herrschte solch ein geballter Druck, und mir wären fast die Knie weich geworden. Ob es sich jemand vorstellen kann, wie es ist, bei einem Menschen in dessen Nähe so schwächlich zu wirken? Alles herum habe ich vergessen, mir schien weder die Zeit wichtig, noch die nächste Minute, für mich gab es einzig die Ewigkeit in jedem geatmeten Augenblick. Und ich war es, die ihn küsste, mich an ihn drückte, mein Herz auf seines presste, und es war mir egal, ob meine Haare nass waren, mir war es egal, ob unsere Mom mit Chris im Nebenzimmer war, ich wollte unbedingt ein Teil von ihm sein. Ein Kuss, welche erfüllte Herrlichkeit steckte dahinter, wovon einem gleich, ob er sie spürte, hat er es gemerkt, als ich ihn in mein Zimmer schob, die Tür zweimal verschloss, wie aufs Bett fiel, habe ich geweint, vor Dankbarkeit und dafür, weil inniglich heimliche Gebete erhört werden können. In seinen Augen lag so viel Wahrheit, die ich immer sehen wollte, die mir das Leben nun ohne Vorbehalte zeigte und auch er es in meiner Gegenwart zugeben durfte, denn für uns gab es keine Hindernisse mehr. Umso schöner, reiner, redlicher, aufrichtiger, echter klangen seine Worte. »Lilly, ich liebe dich«, hat er zu mir gesagt, die heiligen drei Worte, nicht achtlos ausgesprochen, sie waren mit einem Schwur verbunden, mit einer solch unauslöschlichen, verbindlichen Glaubwürdigkeit, und seine Finger strichen mir über die Wangen, als ich auf ihn herabsah. Im tristen, diffusen Mondlicht habe ich auf sein Gesicht hinabgeblickt, auf mein Herz gehört, ihn geküsst, immer wieder, weil ich es nicht fassen konnte, dass es mir endlich erlaubt war, nach all der schweren, sehnsüchtigen, schmerzlichen Zeit Kevin hier bei mir zu haben. »Ich werde immer für dich da sein«, versprach er mir, liebkoste meinen Hals. Ich spürte seine weichen Lippen auf mir. Es durchdrang mich, als griffe ich samt den nassen Haaren in eine Steckdose. Für mich standen die Himmelstore offen, weit offen, es gab keinen Riegel. Uns sollte die Nacht gehören, uns sollte der Augenblick zuteil werden, für uns sollte die Nacht nicht vergehen, und der tiefgehende, alles verwirklichte Zauber jener Stunden ließ uns sogar vergessen, dass Mom und Chris zwei Zimmer weiter schliefen. Es war einfach nicht wichtig, weil wir uns die Zeit zum Glücklichsein gönnten. Niemand sollte es uns zerstören, unsere besiegelte Friedlichkeit nehmen, all das Schöne und Reine in einem Kuss, in einer feinfühligen, watteweichen Berührung, und ich wusste es immerzu, es gab niemanden, wirklich niemanden auf der ganzen weiten Welt, der Kevin so sehr liebte wie ich. Seine schönen blauen Augen schauen, und unbewusst, vielleicht bewusst, ich weiß es nicht mehr, strich ich über sein braunes Haar, ließ meine Finger darin versinken, als sei es das Normalste auf der Welt.
und dann, als gäbe mir das wunderherrliche Schicksal einen goldenen Stoß, habe ich ihn ruckartig auf die Lippen geküsst. Einfach so, plötzlich, ohne viel Nachdenken. Dieser besonders schöne Kuss ist gleich einem in mir ausgelösten Inferno, und zunächst, ich sah es anhand seines Blickes, blinzelte er mehrfach. Nur für kurz, bis er es zuließ und meine Lippen auf seinem Mund akzeptierte. Heiß, sehr heiß, eine namenlose Hitze stieg in mir auf, sie durchdrang mich förmlich, als liege ich mitten im reinsten, hellsten, wärmsten Licht. Unvergleichlich. Ich will es als himmlisch bezeichnen, weil nun endlich meine Wünsche in Erfüllung gingen. Gleich nachdem ich den Aufprall spürte, blinzelte ich. »Hab ich dir wehgetan?«, fragte Kevin, weil er meinte, er habe es vielleicht nicht richtig gezielt. Jedoch versicherte ich ihm, es sei alles in bester Ordnung. Zwar dauerte es ein bisschen, wie sonst auch, bis sich mein Auge daran gewöhnte und ich bemerkte es nicht sogleich. Kevin hingegen schon, aber eine Träne rollte mir die Wange hinunter. Ob von den Augentropfen, kann ich nicht behaupten. Kevin zog sogleich ein frisches Taschentuch. Ich lag noch mit dem Kopf über die Sitzlehne gebeugt und er tupfte mir den Tropfen vom Gesicht. Da merkte ich es wieder, dieser besonders trockene Geschmack im Mund. Mein Herz veranstaltete einen tollen, irrsinnigen Tanz hinter der Brust. Und mir stieg es heiß bis in den Kopf hoch. Ihn, Kevin, so nah bei mir wissen, bloß einen Atemzug entfernt, ließ mich direkt ins... Der erste Kuss. Samstag am 21. Juli 2012. Endlich. Gäbe es eine andere Bezeichnung, einen anderen Begriff für Glück, finde man meinen Namen beim Nachschlagen im Wörterbuch. Als seien 1000 Tonnen von mir abgefallen und mir ist so beschwingt wohler, einfach freier zumute und ich könnte die gesamte Welt umarmen. Die gesamte Welt. Na gut, ich hab sie umarmt. Versprochen, abgemacht und umgesetzt, sind wir ins Einkaufszentrum gefahren. Zuerst sind wir geschlossen umhergegangen, haben uns die Auslagen angeschaut, die vielen Geschäfte und alle. Nach einer halben Stunde haben wir uns getrennt. Mom und Chris sind losgezogen und Kevin und ich gingen gemeinsam bummeln. Wir haben uns prima unterhalten, trieben Späße, haben viel gelacht und irgendwann zum Mittag, ich auf mein Herz hörte, ihn nicht mehr im Wege stand. Die Hoffnung hat mich auserwählt. Habe ich geweint, habe ich gezittert, beides habe ich in mir gespürt. So unglaublich froh war ich und zufrieden. Mir war es egal, was die Leute herum dachten, wer gerade vorbeikam, sei es auch Mom gewesen, der Augenblick gehörte uns allein. Und bislang war es der schönste in meinem 14-jährigen Dasein auf Erden. Wer je geliebt hat, weiß, was echte, wahre Liebe ist, wird mich verstehen, wird wissen, wie das Herz zu einem vollen Vertrauen spricht. Dann, obgleich ich nicht wollte, habe ich den Kuss unterbrochen, Kevin losgelassen, weil es sein musste, denn ich hatte ihm noch etwas sehr Wichtiges zu sagen. Es sollte aus dem tiefsten Herzen ausgesprochen werden. Kevin hin, war es Zeit für meine Augentropfen. Mom hat sie Kevin mitgegeben, da er schließlich mit mir unterwegs war und viermal täglich stand auf der Verpackung. Daran hielten wir uns. Alle 4 Stunden bekam ich nach dem Aufstehen eine Ladung. Bei einer Sitznische ließen wir uns nieder. Ich musste so viel lachen, weil es komisch aussah, inmitten der gesamten Leute mich zurückzulehnen, während Kevin über mir mit dem Fläschchen zielte. Mehrmals mussten wir ansetzen. Ich fand es lieb von ihm, dass er sich wenigstens die Mühe machte, wenngleich ich von unseren vorherigen spaßigen Treiben noch heiter erregt war. Aber dann war ich still geworden. Den Blick auf ihn gerichtet, auf sein behutsames, sanftes Vorgehen. Er visierte gewissenhaft das linke Auge an und wollte mir keinesfalls ins Auge stechen. Dann kam der Tropfen.